Ich bin halt ein dominanter Typ Frau auch im Bett. Du bist dominant im Bett? Ja. Das heißt, wir würden, falls es irgendwann mal so kommt, wenn wir uns richtig schlagen würden. Nimm das! Junge. Die Sommerspiele bei Love Island sind offiziell eröffnet. Ein bisschen härter anpacken und so. Das hört sich sehr gut an. Das ist viel zu geil. Ich finde es manchmal schon sehr grenzwertig, also was da läuft. Das ist echt geil. Also manche Leute übertreiben da schon ziemlich. Zu kuscheln kommen, ja. Ich finde, der Typ ist einfach. Vox hat ein neues Trash-Format auf Lager. Alte Menschen suchen junge Mitbewohner. Ich bin sehr aufgeregt und. Ja, man sieht da schon an meinen Händen, dass die zittern. Ich bin auch so, oder? Dass die zittern. Also ich bin jetzt noch hier am Zittern. Wir können auch mal Tischtennis spielen. Kannst du das? Also, ich mag ja nicht mal Fahrrad fahren oder so. We'll be watching you. Mein Bruder sagt ja auch immer, warum soll man Rad fahren, wenn man auch das Auto nutzen kann? How dare you! Melanie und Matthias erziehen ihre Kinder auf eine ungewöhnliche Weise. Wir haben geplant, jetzt in den Erotikfachmarkt zu gehen mit der Leonie und dem Ruiz. Okay. Um denen mal zu verdeutlichen, wie es da drin aussieht. Skandal! Ja. Leonie hat mir geschrieben, ich soll in deinem Blasen lesen. Blase ist meine Leidenschaft. Soll ich es machen? Musst du entscheiden, wenn du das machen möchtest? Ich finde es echt geil. Ich schreib ihn wann und wo. Es geht jetzt los. Wo willst du das dann machen? Auf der Schultoilette? Oder im Wald? Ja, toll. Ihr kennt uns aber auch unter dem Chaoten-Duo. Ja, chaotisch sind wir natürlich. Und in Lebenstedt wohnen wir. Ja, was soll man da noch sagen? Wir begrüßen natürlich alle in World Wide Web. World Wide Web. Okay, Böhmer. Jo, und natürlich alle, die im HG sind. Und es geht ja auch gleich weiter. Also mir hat's gut gefallen. Ich fand's auch anstrengend und lustig. Sarah hier will Lehrerin werden. Ich hasse Bücher, ich hasse das Lesen, schon seitdem ich ein Kind bin. Das ist eine Sauerei, nichts anderes. Ich mache lieber andere Dinge, als irgendein Buch zu lesen, jetzt für die Uni. Bin ich ja auch gezwungen zu lesen, da gibt es keinen anderen Ausweg. Das wurde uns ja auch schon am ersten Tag gesagt, dann schaffen wir das Studium nicht. Oh, das war eine grandiose Geschichte. Grandios. Zum Schluss noch etwas aus der Schweiz. Wow. Schön. Yeah!